Der DAX hält sich weiter in lauer Stellung, aber so richtig scheint er sich noch nicht zu trauen, sein Allzeithoch vom 21. Januar dieses Jahres anzugreifen. Das liegt ja bei 9.794 Zählern. Aber im Hoch erreichte das deutsche Börsenbarometer heute schon einmal wieder 9.772 Punkte. Da fehlten uns also gerade mal 22 Punkte bis zu einem neuen Rekordhoch. Wollen wir mal sehen, ob es dann dieses Mal am heutigen Tage vielleicht nochmal in Angriff genommen werden könnte. Wir haben den DAX aktuell bei 9.746 Punkten, allerdings sogar wieder mit 7 Pünktchen oder 0,1% im Minus. Darüber hinaus haben die Börsianer heute einen ganzen Zahlenreigen wieder zu verarbeiten. Von Unternehmensseite wollen wir doch mal die einzelnen Nachrichten kurz durchgehen. Zuerst reden wir über den stärksten Gewinner im deutschen Aktienindex, die ThyssenKrupp-Aktie, die aktuell mit 1,5% im Plus notiert bei 22,45 Euro. ThyssenKrupp profitiert heute von einer Reihe positiver Analystenkommentare. Darüber hinaus kann die K+S-Aktie kräftig zulegen, aktuell um 1,2% auf 26,69 Euro. Nach den heftigen Verwerfungen am Kalimarkt scheint hier langsam Licht am Ende des Tunnels aufzutauchen, so heißt es summa summarum in mehreren Kommentaren. Die RWE-Aktie notiert jetzt mit einem Abschlag von 0,9% aktuell bei 27,38 Euro. Da heißt es, dass der Versorger mit wegbrechenden Gewinnen kämpft. Im ersten Quartal ist der Nettogewinn nämlich um ein Viertel auf 995 Millionen Euro gefallen. Also die Versorger, die haben nach wie vor hohe Hürden zu überwinden, um dann wieder auch in die richtige Gewinnspur zurückkehren zu können. Symrise, das ist ein Hersteller von Duft- und Aromastoffen, der hat gestern Abend eine Kapitalerhöhung angekündigt und die ist jetzt auch rasend schnell über die Bühne gegangen und dabei hat das Unternehmen rund 400 Millionen Euro einsammeln können. Vor allen Dingen dient dies der Übernahme des französischen Rivalen Diana. Die Symrise-Aktie aktuell mit 0,8% im Minus bei 37,61 Euro. Puma scheint ebenso wie Adidas noch nicht so richtig von der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien profitieren zu können. Natürlich haben die Sportartikelhersteller auch mit Währungseffekten zu kämpfen. Bei Puma scheint auch gerade in Brasilien, ausgerechnet in Brasilien, ein rückläufiges Ergebnis hier, also rückläufige Einnahmen hinzunehmen gewesen sein. Der Gewinn knickte ein für 2014, soll bei Puma aber kaum Besserung in Sicht sein. Die Aktie notiert mit 0,5% im Minus bei 214,40 Euro im Augenblick. Bei Nordex läuft es aber wieder deutlich besser. Hier konnte der Nettogewinn auf 9,1 Millionen Euro gesteigert werden im ersten Quartal und das, obwohl in der Vorjahresperiode noch ein Verlust in Höhe von 8,4 Millionen Euro in den Büchern stand. Der Umsatz kletterte im ersten Quartal um 64% auf 424,5 Millionen Euro. Das Jahresziel wurde entsprechend angehoben. Die Zuversicht nährt sich dabei auch aus einem Auftragseingang, der um 71% auf 562 Millionen Euro gesteigert werden konnte. Und was soll ich Ihnen sagen? Die Nordex-Aktie, die schießt nach oben um 7,7% auf 13,84 Euro im Augenblick. Schauen wir noch kurz auf die Aktie von Leonie, die von positiven Analystenkommentaren profitieren kann. Sie liegt mit 3% im Plus jetzt bei 55,53 Euro. Zum Beispiel haben die Kollegen von der LBBW ihr Kursziel von 59 auf 64 Euro angehoben und ihre Kaufempfehlung bestätigt. Aber auch die Analysten der Commerzbank hoben das Kursziel an, hier von 49 auf 52 Euro. Ein Blick noch auf den Elektronikkonzern Sony, denn bei dem kriselt es weiter. Der japanische Konzern kommt nicht aus den roten Zahlen heraus. Nach einem Nettoverlust von umgerechnet 916 Millionen Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr rechnen die Japaner auch in diesem Jahr mit einem Minus, in diesem Fall von 357 Millionen Euro. Deshalb soll jetzt fast 1 Milliarde Euro umgerechnet in den Umbau des Konzerns gesteckt werden. Ganze Geschäftsfelder werden komplett aufgegeben. So hatte ja Sony zuletzt schon mitgeteilt, sich von der verlustbringenden PC-Sparte zu trennen. Dafür wird man jetzt das Hauptaugenmerk vor allem auf den Verkauf
von Smartphones legen und diesen Verkauf kräftig anzukurbeln versuchen. Die Sony-Aktie aber aktuell hier an der Börse Stuttgart mit 2,1% im Minus bei 12,45 Euro. Und zum Abschluss noch ein Hinweis. Heute notieren wieder einige Aktien mit einem Dividendenabschlag. Zu denen zählen Volkswagen, Hugo Boss, Freenet und Puma. Also hier bitte nicht wundern, sondern dies berücksichtigen.